Fantastic. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans, meine Freunde. Und ja, ich muss schon ein bisschen lachen, weil ich schon weiß, was uns jetzt gleich erwarten wird. Wir werden nämlich ein Duell machen. Das Duell heißt Bowler gegen Miner, Miner gegen Bowler. Bowler nennt es, wie ihr wollt. Aber diese beiden Truppen habe ich mir mal rausgesucht. Das Duell der relativ neuen Truppen. Der Bowler ist ziemlich OP-Ock aktuell. Der Miner ist auch nicht schlecht. Ich habe ihn noch auf Level 2, den Bowler. Das bedeutet, wir könnten ein relativ, ja, dichtes Duell haben. Ich weiß noch nicht genau. Ich habe mir dafür was ganz Besonderes überlegt. Wir haben jetzt erstmal sind die Miner dran. Ich werde erstmal die Miner machen, danach werde ich die Truppen löschen, beziehungsweise in einem Angriff eben schnell loswerden. Und dann natürlich auch die Zauber, denn es geht ja darum, die Zauber auf die jeweilige Truppe anzupassen. Oder an die jeweilige Truppe anzupassen. Ich habe mich dafür entschieden, 3 Wutzauber zu nehmen und 2 Freeze, denn sowas wie ein Jump oder ein Erdbeben macht ja beim Bowler auch keinen Sinn. Ich habe aber was ganz Besonderes vorbereitet. Der liebe Iron Man hat mir seinen Account zur Verfügung gestellt, der heißt The Devil. Und ich bin jetzt mal mit dem Account hier reingegangen, den ich auch jetzt in Zukunft öfters benutzen darf, und hab mal diese Base rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, es könnte ganz lustig werden. Wer wird hier mehr Prozente holen bei dieser Base? Wer wird es schaffen? Wer wird mehr Prozente holen? Ich bin gespannt. Wir fangen mit den Minern an. Es sind 48 Stück. Clan-Truppen darf ich nicht benutzen. Ich darf keine Helden benutzen. Zauber darf ich benutzen. Auf geht's. Okay. Bin aufgeregt. Aber bei den Minern, ich meine, was soll ich bei den Minern noch anderes machen, als einfach nur alle am Stück zu pflanzen. Schön auf eine Seite. Ich bin mir echt gespannt. Das ist echt geil. Friendly Challenges, da hat Supercell wirklich einen guten Job mitgemacht. Macht echt Spaß. Macht richtig Spaß. Jetzt müssen wir gleich drauf achten. Sobald das erste weg ist, es wird natürlich darum gehen, wer holt 100%, wer holt vielleicht 50%. 50% werden wir kriegen. Aber wer holt vielleicht ein bisschen mehr noch. Und jetzt müssen wir gleich gucken. Sobald die da fertig sind, muss ich ganz schnell die Zauber pflanzen. Oh, jetzt sind sie gleich schon auf der einen Seite fertig. Jetzt laufen sie gleich hoffentlich zur anderen Seite rüber. Okay, jetzt sind sie da nämlich unterwegs. Jetzt setze ich schon mal sofort den Freeze dahin. Oh, eine Riesenbombe. Oh. Ich muss noch mal freezen. Jetzt setze ich hier direkt den nächsten. Hat er da eine Bombe? Da noch mal einen hin. Kriegen wir 100% hin? Ich weiß nicht, nee, 100% glaube ich nicht, oder? Oh, da sind sie unterwegs. Ja, was ist denn da los? Drischt er auf die Fahne ein? Sieht so aus, aber er macht es natürlich nicht. 73%. Okay, es werden zum Glück, ich sage wirklich zum Glück, es werden zum Glück keine 100%. Nee, das wäre ja sonst auch langweilig. Aber relativ solide, ne? Was die Miner hier macht, finde ich echt relativ solide. Relativ solide. Nicht schlecht. Okay, das war's. 75%. Wir geben jetzt auf. Wir haben die Miner gesetzt. Nicht schlecht. Ah, ich hätte den Zauber noch setzen können. Den Skelettzauber. Mann, ich vergesse so viele Zauber zuletzt immer. Das ist unglaublich. Na, mach's nochmal. Schwarz auf weiß. Hier. 75%. Okay, jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt mal eben die Truppen weg. Ja, hier einfach mal irgendwie drauf. Damit die ganz schnell weg sind. Zack. Die Zauber, weiß ich gar nicht, ob ich mir die vielleicht nicht noch sparen kann. Clan-Truppen. Ich setze jetzt einfach mal alles. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen noch irgendwie was. Vielleicht haben wir ja Glück. Wo sind denn noch ein paar? Da sind noch ein paar. Ich freeze aber auch nochmal. Komm, was soll der Geiz, Leute? Wir haben schon 31%. Wir haben das Rathaus. Was ist denn da los? Die geilste Folge ever. Geilste Folge. 42%. Wie gesagt, die Helden brauche ich nicht. Ja, die Miner sind immer noch ein bisschen am rumrödeln gewesen. 44%. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Dunkles. Au, da schießt schon die Adler-Dev. Ist aber egal. Na, die Miner, guckt euch an. Die Miner kümmert sich um die Adler-Dev. Krass. 51%. Oh, der Single Inferno. Der Single Inferno will mir ans Leder. Der König ist gleich sowas von schnell down. Die Königin kümmert sich jetzt noch um den Single Inferno. Ja, super. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was aus dem Lager. Ja, wir haben schon ein bisschen was gekriegt, ne? Komm, schnapp dir noch was. Ja, ein bisschen aus dem Lager, genau. Hol dir ein bisschen was. 104, ja, ein bisschen haben wir noch gekriegt. 60%. Nicht schlecht. Ja, okay, ich gebe jetzt... Haben wir jetzt alles. Oh, der letzte Miner, der lebt immer noch. Okay, ich gebe jetzt mal auf. Oh, mit dem ersten Eingriff. Ihr habt es gesehen, ich habe nicht gesucht, richtig. Ich hab sofort den ersten genommen. Ist auch noch keiner online. Ich habe noch nichts weiter... Ich werde die Truppen natürlich jetzt fertig... Ich muss die jetzt fertig jammen, damit wir auch zeitig durchkommen, natürlich. So. Zack. Zack. Und jetzt noch den Rest hier. Ah, zu viel. Wir haben ja nur noch... Ich habe vergessen, die haben ja nur noch 6... Sie brauchen ja nur noch 6 Platz. Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir an Zaubern machen. Sie brauchen...
Ich nehme mal einen Sprung mit. Nee, wir nehmen zwei Sprünge mit. Zwei Freeze noch? Ich bin noch überlegen, ob das Sinn macht. Was habe ich denn sonst noch? Ich habe den Skelettzauber noch, ne? Skelettzauber, Erdbebenzauber habe ich noch. Wobei, nehmen wir einen Sprung mit. Aber wir nehmen mal einen Sprung mit, nehmen dafür noch. Aber komm, was soll's? Wir testen es jetzt aus. Wir testen es jetzt aus. Ich fordere mal eben schnell mit einem anderen Account. Mit dem Fred. So, Start. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn überhaupt? 40 Stück. 40 Stück. 48 waren es eben. 40 sind jetzt. Ab geht's. Ich mache die gleiche Taktik im Grunde wie eben. Setze die mal so ein bisschen verteilt hier in eine Ecke rein. Boah, wie viele das sind. Wie geil das aussieht, ne? Wenn die alle auf einmal werfen. Level 2 Bowler gegen Level 1 Miner. Wer wird gewinnen? 75% ist zu schlagen an dieser Stelle. Ich bin echt gespannt. Jetzt haben wir... Die gehen schon echt gut ab. Okay, jetzt mal gucken. Nummer 1. Nummer 2. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Sie sind langsam. Sie sind echt langsam unterwegs. Und jetzt werde ich mich gleich mal eines Tricks bedienen. Sobald nämlich der Inferno auf die alle schießt, werfe ich nämlich erst den Kollegen. Freezel jetzt mal eben schnell. Reicht es oder reicht es nicht? Ich werfe jetzt hier einfach mal noch ein Erdbeben da in die Ecke rein. Freezel noch. 62%. Ey, die Bowler sind echt richtig stark. 68%. 71%. Es wird aber knapp, oder? Es wird knapp. Sie verlieren. 73%. Knapper geht's nicht, oder? Knapper geht es nicht. Ich will's aber nochmal einmal nur so aus Interesse halber, will ich's nochmal einmal probieren. Will's noch einmal, wirklich nochmal einmal so, wirklich, weil wir haben ja noch die Zeit dafür, von daher will ich's wirklich noch einmal probieren mit den Bowlern. Ich weiß, sie haben jetzt im ersten, es gilt nur der erste Versuch. Sie haben jetzt verloren. Ist okay, akzeptiere ich auch. Aber ich will jetzt einmal noch probieren, was passiert, wenn ich sie alle auf einen Fleck setze. Wenn ich sie alle jetzt auf einen Fleck pflanze. Okay. Alle auf einen Fleck. Alle hinterher. Guck mal, wie geil das aussieht. Wie sie die Steine schmeißen, wie geil das aussieht. Alter, ist unglaublich. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, jetzt teilen sie sich trotzdem auf. Ist aber nicht so schlimm, sie werden ja gleich alle wieder zusammenfinden. Oder laufen jetzt schon einige nach oben? Ne, sie laufen nicht nach oben. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ich hoffe mal, wir können gleich mit einem geschickten Freeze, mit einem geschickten Sprungzauber da vielleicht was reißen. Allerdings hat er außen... Ja, außen hat er es auch ein bisschen weiter gesetzt. Die Mauern, da sind ein paar Mauerstücke mehr. Beziehungsweise eine Reihe mehr als noch da auf der linken Seite. Okay, jetzt gilt es. Den schon mal dahin. Jetzt gleich den Wutzauber, damit wir da schon mal direkt... Oh, da kommen die Tester jetzt raus. Was war 73%, ne? Nein, das reicht nicht. Ich setze ihn nochmal zur Sicherheit hinterher. Wo gehen die denn hin? Und jetzt wird es natürlich übel. Jetzt wird es natürlich richtig übel an dieser Stelle hier. Ja, das war wieder... Ich hab den Freeze verhauen. Die laufen jetzt auch nach außen. 58%, 59%. Also sie holen da jetzt kaum was weg, das ist das Problem, ne? 59%. Obwohl noch einige da sind. 61%. Ich meine, wo hauen die denn da? Es sind noch mehr als gedacht. Es sind noch mehr als gedacht. 64%. 66%. Sah erst so aus, als wären es kaum welche gewesen. Ah, ich hätte den Zauber schon mal da draufsetzen müssen. Dann hätte ich es vielleicht geschafft. Dann hätten die sich mehr darauf konzentriert. 72%. Es wird wieder in diese Richtung laufen, ne? Jetzt will ich es noch mal einmal, will ich noch probieren. Komm. Einmal will ich es jetzt noch wissen. Pass auf. Ist immer noch keiner online hier. Was ist denn los hier? So, mal eben noch einmal, ein letztes Mal. Noch einmal gucken, dass wir jetzt noch einmal das schaffen, angreifen. Okay. Diesmal versuchen wir es aber wieder von der anderen... Diesmal versuchen wir es auf die andere Art und Weise, indem wir hier unten alle hinsetzen und die gleich nach oben laufen lassen. Dann lassen wir sie nach oben laufen und werden dann versuchen, dass wir von oben mit dem Sprungzauber reinkommen. Hoffentlich. Einige laufen schon nach oben. Ich hoffe, der Rest wird gleich folgen. Das sieht echt geil aus. Das ist Friendly Challenge, das ist echt geil. Vor allem, wenn du so Only-Truppen hast, du kannst sie da einfach draufschicken. Jetzt laufen sie nach oben. Sehr gut. Gleich schon mal den... Und gleich direkt mal... Ich werde jetzt mal den Sprungzauber direkt... Den direkt da mal da vorne hinsetzen. Wobei, das bringt nichts. Er löst keine Fallen. Er löst keine Bomben aus. Zumindest nicht in diesem Fall. Vielleicht war ich nicht... Habe ich nicht richtig gesetzt. So, okay. 50%.
Diesmal klappt es. Komm. Diesmal klappt es. Sprungzauber da drauf. Sie müssten jetzt eigentlich alle da vorne hinlaufen. Erdbeben. Freeze. Wutzauber. Okay, das ist schon mal alles kaputt da vorne. Jetzt müssen wir gucken, ob wir noch eine Chance haben dafür oder nicht. Setz jetzt einfach den Freeze schon mal dahin. Denn wir müssen jetzt echt gucken, dass wir Prozente holen. Ja, wir haben es. Wir haben es. Los, kleiner Bowler, lauf noch hinterher. Juhu, er hüpft hinterher. Okay, hätte ich mir noch sparen können. Hätte ich noch einen anderen Zauber nehmen können. 83%. Ja, es ist eine Frage der Taktik auf jeden Fall. Wir haben es gesehen. Jetzt bin ich gerade oben hergegangen. Da hat es dann funktioniert. Unten hat es nicht so funktioniert. Und hier klappt es jetzt wunderbar. Wir sind schon bei 90%. Werden die 100% nicht schaffen. Dafür hätte ich den einen Zauber noch gebraucht, denke ich mal, der mir jetzt durch den zweiten Sprungzauber abhanden gekommen ist. Aber ist egal. 92%. Gutes Ergebnis. 92% läuft. Und ja, würde ich sagen, Leute, das war doch mal echt eine erfolgreiche Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Fordere doch mal eben noch ein paar Zurübskis an hier. Mal eben gucken, was wir da noch nehmen. Sagen wir auf jeden Fall Dank an den Iron Man, dass er mir den Account zur Verfügung gestellt hat. Für ein bisschen Troll-Action und sag ich mal, bis um 17 Uhr bei der Folge Clash of Clans mit dem Fred. Noch einen schönen Tag.